Servus, liebe Leute, und ihr habt schon an Datum des Uploads gesehen. Ich will was ändern. Ich hab's bei Don John gesehen, muss ich euch zugeben. Und ich fand die Idee einfach Weltklasse. Ich habe mir gedacht, morgens kommt jetzt ein Video zum Frühstück und vielleicht mittags noch ein längeres. Das heißt, in diesem kürzeren Video werdet ihr immer ein Deck von mir sehen, was gut, schlecht, scheiße, super mäßig, duper läuft, damit ihr es euch noch kurz vor der Schule anschauen könnt. Natürlich immer im Querformat. So wie sich das gehört, ein Deck nach dem anderen wird rausgebuttert und mal schauen, was denn heute so gehen wird. Erstes Deck fängt mal an, das ist nach diesem Update besonders gut. Das ist das Double Prince Packer Deck. Viele denken sich jetzt, was, Pascal, wieso spielst du mit so einem Deck? Das kannst du nicht machen, das geht nicht, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht bringen. Okay, doch, kann ich machen. Aber ich habe mir gedacht, es wird zwar wahrscheinlich am Anfang nicht so viel Anklang finden, Morgens-Videos zu bringen, aber die Mittagsvideos werden dann natürlich länger werden. Und ich dachte mir, falls ihr morgens noch kurz ein bisschen Clash Royale reinschauen möchtet, frühstückt, wenn nicht, könnt ihr es euch natürlich auch noch abends anschauen, habt ihr auch noch ein bisschen mehr. Aber ich dachte mir, das Konzept ist Weltklasse und das will ich wieder aufnehmen. Das Ganze wird dennoch nur Montag bis Freitag sein. 6:30 Uhr, 25, sowas rum. Immer werde ich es hochladen, schätze ich jetzt mal. Werde es natürlich den Tag davor bearbeiten. Und ihr seht es am nächsten Tag, werde ich es einfach hochladen. Das ist natürlich ganz, ganz klar. So wird jeder auf seine Kosten kommen, wann er den meinen Kanal verfolgt. Und die Mittags- oder beziehungsweise Mittags-, Abends-Videos, Nachmittags-Videos werden natürlich länger werden. Das heißt, die werden nicht nur 3, 4 Minuten lang sein, die werden halt echt so, was weiß ich, 6 bis 10 Minuten lang sein. Vielleicht sogar auch mal 14, 15 Minuten, aber das müssen wir mal sehen, wie wir das anstellen. Aber das sehen wir alles noch. Hier, wir sehen, mein Packer pusht mal richtig, richtig durch mit dem Prinz im Hintergrund und der Freeze perfekt gesetzt. Freeze, Packer, Prinz auf dem Tower und wir zerstören den Tower ganz, ganz easy. Ich finde das richtig heftig, die Queer-Animation. Die ist echt richtig, richtig heftig. Packer wird geschützt vom Prinz. Das ist unfassbar. Overpowered Packer hoch 10 Millionen. Packer OP hoch 10. Keine Ahnung, wie mache ich das? Wie schreibe ich noch 10 in den Titel? Fragen über Fragen, man weiß es nicht. Jetzt ist die Double Elixir Phase und wir stellen uns alle der Frage, wie werden wir das Ding jetzt gewinnen oder auch nicht? Sehen wir alles gleich. Ich komme mit der Doppelprinz Combo. Da kommen seine Barbaren, die sehr, sehr schnell futsch sind, muss ich zugeben. Die sind echt kurz geröstet worden von meinem dunklen Prinz. Schade. Meine Prinzessin hat leider die Kobolde zuvor nicht down bekommen, sodass der Prinz den Magier angreifen hätte können. Pekka kommt jetzt rein und Pekka wird jetzt, denke ich mal, richtig den Miner, ja, den Arsch versohlen, seinen Helm versohlen. Jetzt kommt unser Push und dann, ihr ahnt schon, es wird soweit sein. Wir werden das Ding holen mit diesem Push. Ihr seht es ja auch an dem Push allein schon, da ist ja überkrass der Push. Da kann man einfach nur, und das Krasse ist einfach, der Pekka one-hitted die Barbaren. Heftig, heftig, heftig. Video wird immer so, was weiß ich, 3 bis 5 Minuten lang. Aber ich würde sagen, dann war's das, Jungs. Haut rein, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von Morgen-Videos sehen wollt, lasst es mich gerne wissen. Also haut mal kräftig rein und dann sieht sich beim anderen Mal Clash Royale. Am besten heute Mittag, wenn nicht, dann halt am Morgen. Und wir sehen uns. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.